Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio Multiplayer mit dem Raven Blackbird. Hallo. Hallöchen. Und der Kampfratte. Hallo. Hallihallo. Und Freunde, ihr seht, der Kunststoff schmiert gerade ganz gewaltig ab. Da sollten wir mal kurz nachschauen, was da abgeht. Dass wir das irgendwie mal in die Gänge kriegen, weil sonst war unsere ganze rote Produktion hier für den Hintern. Ja, ich werde unten die Mauer schließen, die ich geöffnet habe. Genau, ich zitiere kurz, wir dürfen die Pause nicht zu lange machen, die Mauer unten ist noch offen. Ja, das waren seine Worte. Naja. Musste halt die Mauern recyceln. Ach ja. Okay, wir haben zu wenig Petroleum. Warum? Weil wir kein Öl haben. Hä, wir haben doch neues Öl erst angeschlossen gehabt, oder nicht? Sind die echt so am Abkacken? Weißt du, dass ich zwei Ölfelder mit einmauern werde, wenn die Mauer hier fertig ist? Ja, von hier auch nutzen können. Von hier oben kommt auch nur noch wenig Öl. Die sind einfach zu lahm. Die sind einfach zu lahm. Das kriegen wir nicht wegdiskutiert. Wir müssen Ölpumpen bauen. Jede Menge. Ich glaube, so das ein oder andere Feld war da oben auch noch nicht angeschlossen. Ja, hier ist noch einiges nicht angeschlossen. Aber ich werde jetzt ein bisschen was bauen hier. Zumindest ein bisschen was erweitern. Jetzt dauert das natürlich so ewig, bis wir Ölpumpen kriegen. Würde mich, glaube ich, langsam darüber freuen, wenn wir auch uns um Akkufeld kümmern würden. Ein Akkufeld? Ja. Wofür das denn? Energiespitzen. Ja, wenn die Lasertürme losgehen, dann ist mal kurz Licht aus. Ja. Also Akkus haben wir haben Akkumulatoren, die Fabrik dafür steht, müsst ihr nur basteln. Anfordern. 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 Heute Nacht hat Luma Albträume. Ich hasse dieses Wort. Anfordern. Alles muss angefordert werden. Ach ja. Das ist so ein Running Gag irgendwie. Running Gag auf meine Kosten. Ja, wir können irgendwie jede Folge drüber lachen. Ja, ihr. Reicht ja. Das reicht ja. Ach ja. Der Stahl kackt auch ab. Warum kackt der Stahl ab? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben eigentlich von allem nichts mehr. Es ist alles einmal schön. Stahl kackt ab, alles. Das Kupfer stagniert, ich hau jetzt einfach. Wir pimpen das jetzt mit Modulen. Wir machen hier fett auf Module. Ja, am besten Energiesparmodule und dann kannst du. Geschwindigkeitsmodule 3, Attacke. Oh, mit Energiesparmodulen, dann verdoppelst du einfach die Produktionseinrichtung. Dann hast du am unterm Strich. Ja. Scheiß auf Umwelt. Was, ich soll Energiesparmodule nehmen? Was bringt mir das denn? Mir bringt doch eher... aber Produktivität bringt mir bei Stahl auch nicht viel. Oder sehe ich das falsch? Hallo? Mir geht's eigentlich immer nur um den Strom. Das ja, also ja, der Benni hat auch seine eigene Meinung dazu. Ja, genau. Ich sag das, was du mal sagst. Oh Mann. Kannst einem auch nur in den Rücken fallen. Manchmal denke ich immer, ich werde verarscht, ja. Scheiße, jetzt merkt das. Manchmal sitze ich hier und denke so, warum? Warum mache ich das?
Vielleicht hättest du doch ein Bewerbungsgespräch machen sollen. Psst! Ich klemme mal kurz Öl ab. Was? Wir haben jetzt schon wenig und jetzt klemmst du es auch noch ab. Was ist los mit dir? Ja. Ich weiß nicht, warum ich das hier gerade abgerissen habe, aber okay. Letztes Mal, sobald die Version 15 bei Factorio rauskommt, wird sowieso ein Tanklastzug eingeführt werden. Ein Tanklastzug? Ja, den gibt's ja im Modpack schon, ne? Ja, aber dann ist er offiziell. Ach ja. Das ist cool. Offiziell ist immer cool. Ja. Wann soll denn Version 15 kommen? Haben die da mal was geschrieben in ihren Friday Facts? Ich bin ja nicht mehr so up to date. Ehrlich zu sein, ich auch nicht so ganz. Das ist häufig so viel Text, den man dann übersetzt. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ich hau das dann immer in Google Translator rein und da kommt da immer so ein Kauderwelsch bei rum, den du dann selber trotzdem noch entziffern musst, obwohl du es dir schon übersetzt hast. Da ist es manchmal sinnvoll, das einfach auf Englisch zu lesen. Ja, I can speak English very well, but no, nicht so schnell. No, nicht so schnell. Oh Mann, was tue ich mir hier an? Du, ich hab dich gewarnt. Ich wollte übrigens heute mal mit euch über ein Thema sprechen, ja? Was ich mir überlegt habe. Ach du Scheiße. Und ja, ich habe mir ein Thema überlegt, wer hätte das gedacht? Und zwar, ich habe das auch in Factorio Modpack schon angesprochen. In Folge 99. Ich weiß nicht, ist schon rausgekommen, wenn diese Folge online geht. Und zwar das. Das heißt, du spoilerst uns jetzt? Nee, ich spoilere euch nur mit dem, was ich da erzählt habe. Also, das ist ja nicht spoilern. Es geht ja um ein anderes Thema, quasi. Was ich da nur auch angesprochen habe. Also, ein Spoiler ist es nicht, ne? Wenn es ein Spoiler wäre, würde ich es euch nicht erzählen. Weil spoilern will ich euch nicht. Das ist aber lieb. Ja, ne? Und zwar geht es darum, dass ja Factorio Folge 99, Factorio Folge 100 danach rauskommt. Und wie ihr dazu steht, das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr dazu steht, zum Thema Special-Folgen, ja? Also Folge 100 ist ja ein, ist ja schon was Besonderes, ne? Muss man ja auch so sagen. Ich hatte da lang drüber erzählt, ich kann mich da nicht so richtig ausdrücken, ja. Also findet ihr es wichtig, dass so eine Folge eine Special-Folge ist? Oder würdet ihr erwarten, dass so eine Folge eine Special-Folge ist? Ihr als Zuschauer, erzählt mal. Ja, also erwarten würde ich es nicht. Es gibt ja auch so Leute, die dann so irgendwann, oh, cooler YouTube-Channel, hier Lumatan kenne ich noch gar nicht, gucke ich mal. Und dann suchten die von vorne bis hinten irgendwas durch, Modpack, Multiplayer, Spore oder sonst irgendwas. Und die kriegen das dann wahrscheinlich gar nicht mit, wenn die schon 30 Folgen hintereinander angeguckt haben, dass das plötzlich Folge 100 ist. Die sind dann wahrscheinlich auch total überrascht und denken, what the fuck, so viel habe ich jetzt schon angeguckt. Nee, aber ansonsten erwarten würde ich es nicht, aber cool fänden würde ich es. Cool finden. So, Entschuldigung. Päckchen Deutschland wieder kaputt gegangen. Okay. Also ich finde deine Specials eigentlich auch immer ganz gut. Aber ich tue es jetzt auch nicht erwarten. Also ich bin jetzt auch persönlich nicht so ein Fan von speziellen Ereignissen. Wie Jubiläen und sowas. Okay. Aber ich kenne viele Leute, die jubeln immer sehr dabei, wenn es sowas gibt. Ja, ist ja auch eigentlich nicht ganz verkehrt. Also meine persönliche Meinung dazu ist, jetzt mal völligst ausgenommen, was die Arbeit und den Zeitfaktor und was weiß ich angeht, finde ich so eine Special-Folge, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie
Pflicht wäre, sowas machen zu müssen, aber dass es auf jeden Fall schön wäre, sowas zu machen, ja. Allerdings muss ich aus der Sicht des Machenden sagen, dass das arbeitstechnisch natürlich ein absolut heftiger Aufwand ist, ja. Also, das glaube ich glatt. Alleine schon dieses 6 Minuten Verlosungsvideo hat mich einen ganzen Tag gekostet, ja. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste ein Special für eine Factorio-Folge 100 machen, ja. Das will ich ja dann auch vernünftig machen. Und wenn ich dann damit anfange, dann darf das auch nicht einfach so dahingeklatscht sein oder so. Dann muss das schon was Vernünftiges sein. Und da würde ich mir, glaube ich, zu hohe Anforderungen setzen dann. Ja, sind wir hier zufrieden mit meiner kleinen Öldingens da? Ja, Hauptsache läuft. So, das kommt auch noch irgendwo dran. Ne? Schluck auf, Leute. Komm wieder. Ja, irgendwie ganz komisch. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob die eine Pumpe das schafft, wegzudrücken. Aber ich glaube, könnte klappen. Ja, wenn die Ölfelder eh leer sind, dann langweilt die sich eh. Können aber auch hier eine Doppelpumpe hinschmeißen. Ich würde lieber immer wieder mal eine Pumpe hinmachen. Ich glaube, das ist effektiver als zwei nebeneinander, oder? Ja, zwei nebeneinander erhöhen halt den Druck und eine hintereinander erhöht halt die Geschwindigkeit. Also kann man jetzt sehen, wie man möchte. Okay, pass auf. Dann machen wir hier auch noch eine hin. Überall, wo so ein Strommast sitzt. Hier, das, was du jetzt gesagt hast, ist das Fakt oder ist das einfach... Das ist Fakt. Factorio Fakt. Nein, das ist Fakt. Ja, okay. Also das ist Factorio. Aber es ist auch Fakt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, du kennst dich da ja ein bisschen aus, berufsbedingt. Und, ja, in der Tat. Deswegen ist halt die Frage, echte Physik und Spielphysik und so, ist ja immer zweierlei. Und ob Factorio das dann eben umgesetzt hat, ob sich da auch irgendein Pumpenspezialist hingesetzt hat und gesagt hat, ja, hier... Also in echt sieht es so aus, dass zwei Pumpen... Nein, in echt ist es glaube ich, umgedreht. In echt, wenn du zwei Pumpen hast, dann erhöhst du nur die Geschwindigkeit. Weil beide Pumpen, ich sag mal, eine Pumpe drückt jetzt mit 2 Bar, ja? Wenn ich die nebeneinander setze, habe ich oben trotzdem 2 Bar. Egal, wie viele Pumpen ich nebeneinander mache, wenn die Rohre alle verbunden sind. Habe ich trotzdem nur 2 Bar. Aber wenn ich die Pumpen hintereinander schalte, dann habe ich bei der ersten Pumpe 2 Bar und bei der zweiten Pumpe habe ich einen Anfangsdruck von 2 Bar und einen Enddruck von 4 Bar. Verstehst du? Ja. Und somit wenn kann ich überhaupt 4 Bar zusammenkriegen kann. Ja, so und als Beispiel jetzt mal. Sonst dreht die einfach nur frei. So, auf jeden Fall laufen jetzt schon mal alle Ölfelder, alle Ölraffinerien hier. Und ich glaube, kunststofftechnisch müsste das jetzt hier abgehen wie Schmitz' Katze. Bestimmt nicht, aus irgendeinem anderen Grund. Wahrscheinlich fehlt wieder Wasser oder sowas. Und ich hab da noch nichts gemacht bei den Ölfeldern. Da ist so viel Kunststoff drin. Der eine Knicki lädt das einfach viel zu lahm aus hier. Das gibt's ja nicht. Die Kiste ist einfach mal voll. Erstmal aufteilen hier. Erstmal ein bisschen Kunststoff darunter schicken. Das kann ja nicht sein. Wir könnten auch mal, ich wollte gerade sagen, wir könnten ja Chemiefabriken MK2 bauen, aber das gibt's ja gar nicht. Ach nein. Warte mal, da gab's doch sowas, das nannte sich Modpack, glaube ich, oder so. Ja, gell? Irgendwie irgendwas mit M auf jeden Fall. Ja, genau. Aber Mega war's. Ja. Mega, genau, Mega. Gibt ja das Mega. Mega Factorio, ja, genau. Wir werden links die ganze Zeit angegriffen. Sollen wir mal ein paar Aliens klatschen gehen? Ja, warum nicht? Komm, wir machen uns mal auf die Socken. Raven, wolltest du mitkommen? Ja, ich komm mit. Okay, komm, wir treffen uns jetzt hier. Wir warten noch. Dati. Oh mein Gott, du bist falsch links gelaufen. Warte mal, hier kann ich noch eine Ölfabrik anschließen, sehe ich gerade. Frauen links oder das Männer links? Das allgemeine links, oder? Das richtige links oder das falsche links? Das falsche links. Einfach nur das falsche links. So, Aliens klatschen. Lülö. Hallo.
Wir brauchen noch irgendeinen coolen Namen für unsere Gruppe. Wir sind ja so eine kleine Gang. Wir sollten uns auch schon einen Gangnamen geben, ja? Ja, Gangstoff. Was? Gangstoff. Gangstoff? Ja, Gang und dann Stoff. Jetzt setzt das Ganze zusammen und dann hast du Gangstoff. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ja? Ja, da siehst du mal, wie verkorkst mein Hirn ist. Aber finde ich gut, wir sind die Gangster. Die Gangster. Oder mit STA. Ta. Gang STA. Wer wirft denn hier immer Giftkapseln? Kann doch nur die Kampfratte sein. Psst. Ja, psst. Hier ist übrigens ein riesengroßes Kupferfeld. Ja, Kupfer braucht man nicht. Nee, irgendwie nicht so. Aber Moment, da rechts daneben sind nur Aliens. Wir brauchen Stein. Stein? Wir haben ein Steinfeld unten. Beton und so. Ja, ja. Guck mal, die versammeln sich hier, die Säcke. Ja, Versammlungsfreiheit. Ja. Siehst du mal, was daraus wird. Sind die Retter Planeten? Hier gibt es keine Versammlungsfreiheit. Ja, danke, Feuer halt auf mich drauf. Das war ich gar nicht. Das waren die Aliens. Die haben meine Waffe gekidnappt und haben auf dich geschossen. Immer diese Giftkapseln. Das ist ja unglaublich. So, jetzt fahre ich das Maschinengewehr aus. Maschinengewehr ist scheiße. Ja, da muss man zielen, gell? Boah, ich habe eine Zerstörerkapsel. Yeah! Yo, wer hat hier die ganzen Zerstörer, hä? Wir können übrigens mal die Begleitroboteranzahl forschen. Ja, ja. Die Forschung wäre doch auch noch fertig, obwohl das so viele Stufen davon gibt. Bitte? Obwohl es so viele Stufen gibt, werden wir wahrscheinlich mit der Forschung komplett fertig werden. Auf jeden Fall. Vorstellen. Aber locker. Ganz locker. Was ist das denn hier für Netz? Ein Behindertes. Die haben kein Zuhause, das sind einfach die Würmer. Weißt du, die Aliens, die haben sich ihre sieben Sachen gepackt, sind so mit so einem Stock und einem Beutel sind die losgezogen und haben sich ein neues Lager gesucht und die Würmchen konnten leider nicht mitkommen, weil sie im Boden gesteckt sind. Ja. Deswegen hangen die da jetzt noch so Banane im Boden drin. Oh, hier sind noch die alten Nester, hier sind noch kleine, süße Aliens. Komm, wir machen mal einen auf Kamikaze und rennen mal hier unten in die Base rein. Warte, warte auf uns. Bams, bams. Wie die einfach einem nichts anhaben können durch die Panzerung. Richtig cool. Wie viele Artefakte das sind. Oi, oi, oi. Ja, da werden die Robis dann, sobald wir in die Base kommen, wieder recht heftig zu tun haben. Abfall. Ich muss auch auf meine Munition achten. Ja, wir finden schon auch. Nicht so wie bei Space Engineers, wo ich dann mit dem Schiff einfach mal Vollspeed gebe. Dann geht mir der Treibstoff aus und ich bin mit Vollspeed weitergeflogen. Ja, das ist natürlich... Das war dann ein bisschen unpraktisch, ja. So, wollen wir wieder back to the Zuhause, oder? Ja, sind wir wahrscheinlich eine halbe Folge lang unterwegs. Hier ist noch voll die Base hier. Du hast nur die Hälfte weggemacht, natürlich. Hier ist noch voll die Base hier. Ja, kann sich immer weitergehen. Sind hier überall voll die Basen hier. Lass euch den Rest mal alleine machen. Ja, ich bin auch am Rückweg. Ich warte auf mir. Ja, was lasse ich mich jetzt hier im Stich? Muss die Umwelt auf meine Robis warten? Ja, du kannst da
sterben. Weil die Aliens schön aus der Umweltverschmutzung rausschießen und dann nach hinterher eine Mauer bauen, wo keine Umweltverschmutzung rübergeht, dann können wir die Alien-Angriffe auch ganz einstellen. Ja, das ist doch langweilig. War ja schon fast gecheatet. Aber auch nur fast. Spart aber Munition. Wir brauchen ein Tor. Hey. Hab ich doch gebaut. Hey. Scheiß auf Umwelt. Erstmal alles abgiften hier. So, ich weiß gar nicht, wo ich dran mit bauen war. Achso, ich wollte irgendwann mal gucken, ob der Kunststoff funktioniert. Sieht ganz gut aus. Cool. Kunststoff läuft. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass da oben noch so viel in der Kiste war. Wir werden das mal beobachten, würde ich sagen. Ja. So, weiter geht's im Programm. Als nächstes wollten wir Motoren bauen. Motoren. Und ich kann die ganzen Artefakte abholen lassen. Motoren. Der Begleitroboterzahl heißt? Ja, die Kampfroboter, wie viel du benutzen kannst. Du kannst ja nur eine bestimmte Anzahl benutzen. Ach so, ich dachte gerade, hey, dann kann ich doch bestimmt mehr Logistik oder Bauroboter mit mir rumführen, aber schade. Nee. Das ist nicht drin. Nö. Warte mal, ich kopiere mal kurz das hier. Denk ans Copyright, gell? Ja, bin ich safe. Immer Quelle mit angeben. Immer Quelle mit angeben. Ja. So. Anbieterkisten. So, dann werden hier ein paar Module mehr gebaut. Ich denke mal, dann bringt uns das auch ein wenig vorwärts hier. Wir haben übrigens schon, ja, nur mal kurz zur Info, ein Raketensilo fertig. Echt? Wo? Ja. Wow. Ein Raketensilo ist fertig. Ist der Hammer, oder? Wo bist du? Wo hast du es aufgebaut? Wo ist es? Das ist in der Kiste drin. Hier, in der Kiste. Ah, okay. Er kommt hier hin, die Roboter rasten aus. Das ist unglaublich. Oh Mann. Artefakte und so. Und wieder Muni bringen und Zerstörerkapseln. Wir haben übrigens keine. Wann ist denn mal unser. Achso, ich wollte gerade fragen, wann ist unser Munitionsband mal voll? Aber es fehlt eigentlich nur noch 2 Meter. Okay. Habe verstanden. So, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir dann vielleicht endlich auch mal die Motoren. Ah, ich glaube, da mache ich mich dran, ne? Da müssen wir ja eigentlich auch nur Rohre bzw. Eisenzahnräder, also nur Eisen und Stahlträger müssen wir runterlegen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir haben beides hier liegen. Wir haben hier Eisen sowohl als auch Stahlträger. Also ist das, denke ich mal, kein Ding. Hoffe ich. So, und hier müssen wir irgendwie... Ja, das kriegen wir schon hin. Oder wir bauen das hier oben hin. Wir brauchen die Motoren ja nur für die Silos. Vielleicht könnten wir die auch mit Robotern machen. Aber wir müssen unseren Stahl eigentlich erweitern. Ja? Stahl. Wir haben echt noch viel zu tun, Jungs. Ja, packen wir es an. Wir haben noch viel zu tun. Ja, in der nächsten Folge, Freunde. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Und heute hat der liebe Raven das letzte Wort. Mir fällt nichts ein.